Die Bauforum 24 TV Baumann News werden präsentiert von Zeppelin. Bei der Bauma Premiere als frisch hinzugekommenes Mitglied der Wirtgen Group zeigt Asphaltmischer-Spezialist Benninghofen die neue radmobile Asphaltmischanlage MBA 2000 mit standardmäßiger Fünffachabsiebung. Die 2000er gibt schon die Leistungsgröße an. 2000 bedeutet 2000 Kilogramm im Mischer, 160 Tonnen Leistung pro Stunde. Wir bieten die Anlage auch schon seit einiger Zeit in der Leistungsgröße MBA 3000 mit dem 3-Tonnen-Mischer an, eine Leistung von 240 Tonnen pro Stunde Asphalt. Die Anlage ist sehr einfach zu transportieren, einfach aufzubauen, schnell aufzubauen. Unsere Kunden ziehen in einer Woche von einer Baustelle bis zur nächsten und bauen die wieder auf und nehmen in Betrieb. Alle Einheiten sind radmobil. Ich brauche nur eine Zugmaschine. Ich hänge die an den Königszapfen. Es sind nun mal Fahrzeuge mit Fahrgestellen und Rädern. Und dann ziehe ich um. Ich brauche keine extra Schwertransporte und kann günstig, kostengünstig umziehen und schnell wieder in Betrieb gehen. Die mobilen Stahlfundamente, die sind in unserem Lieferumfang enthalten. Das heißt, der Kunde muss nur gewährleisten, dass er einen geschotterten, verdichteten Untergrund hat mit einer Mindesttragfähigkeit von 350 kN pro Quadratmeter. Und schon braucht er nur die Fundamente auf die Oberfläche legen und kann montieren. Diese Anlage hat die gleiche Steuerung wie alle unsere Mischanlagen, unsere neue BLS 3000 und anwenderfreundlich Touchscreen. Also alles, was auch die großen Anlagen haben, kann ich auch in dieser radmobilen Anlage haben. Die Bauforum 24 TV Baumann News wurden präsentiert von Zeppelin. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.